jeden Monat eine Dividende mit nur drei ETFs. Wir suchen einen Aktien-ETF. Das heißt, wir wollen keine anderen, ja, sage ich mal, Anlagen darin haben, sondern nur die Anlageklasse Aktien. Da haben wir hier insgesamt schon mal 1300, fast 1350 mögliche ETFs. So, jetzt möchten wir aber natürlich nach einer Strategie einen ETF haben. Dementsprechend nehmen wir uns jetzt hier die Strategie Dividenden. Damit hätten wir gefiltert aus 1300 Aktien-ETFs bereits 87 raus. Jetzt haben wir immer noch 87 ETFs. Das ist immer noch eine sehr große Zahl, womit man erstmal zurechtkommen muss. Und jeden einzelnen anzuschauen, lohnt sich nicht. Deshalb gibt es ein paar Kennzahlen, die man beachten sollte, um quasi für sich einen geeigneten ETF zu finden. Wir geben euch jetzt einfach mal unsere bestimmten Kriterien für einen Dividenden-ETF, der uns natürlich ein regelmäßiges, im besten Fall regelmäßig wachsendes Einkommen bescheren soll. So, das heißt, wir haben uns schon ausgesucht, die Anlagestrategie Dividenden. Dann möchten wir, dass der Fonds, da habe ich beim ETF einmal eins schon drüber geredet, mindestens 500 Millionen US-Dollar groß ist. Das heißt, wenn es ein großer ETF ist, ein großer Fonds, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass dieser bereits rentabel ist und dann nicht so schnell vom Anbieter wieder vom Markt genommen wird. Das wäre auch bei einem kleinen ETF kein Drama, weil das Geld ist dann nicht weg. Nur der ETF wird vom Markt genommen und man bekommt entweder die Barsumme ausgezahlt oder andere Anteile an einem anderen ETF. Dementsprechend aber wollen wir natürlich uns wenig Sorgen machen wie möglich und deshalb suchen wir uns schon mal ETFs aus, die mindestens 500 Millionen US-Dollar Vermögenssumme haben. So, damit haben wir aus 87 11 gemacht. Das ist schon mal eine ordentliche Reduktion von 1300 ursprünglich. Dann möchten wir noch in der Replikationsart, dass dieser ETF auch wirklich das beinhaltet, was wir uns wünschen. Wenn in dem ETF Aktien drin sein sollen, wie Johnson & Johnson, Microsoft, Apple, was ich auch immer, Procter & Gamble, dann möchte ich auch genau diese Aktien drin haben. Deshalb sollte diese Replikationsart physisch sein. Das heißt, in diesem ETF sind auch wirklich die Aktien drin, die die Performance uns quasi geben. Dann ist ja logisch, möchte ich natürlich einen ausschüttenden ETF. Hier ist jetzt quasi 10 gegen 0. Das heißt, es sind bereits alle ausschüttend. Das hätte man jetzt auch erwarten können bei einer Dividendenstrategie. Dennoch, auch um sicher zu gehen, hier einmal alle nach der Ausschüttung. So, das heißt, wir haben jetzt eine ganze Anzahl von nur noch 10 ETFs aus 1300. Und unter den 10 werden unsere Top 3 sein. Und die versuchen wir jetzt herauszufinden. Das heißt, jetzt können wir nicht mehr an den Stellschrauben am Rand quasi drehen, sondern jetzt müssen wir uns die schon ein bisschen näher angucken. Wenn zwischendurch Fragen kommen, dann könnt ihr, wie gesagt, gerne auch fragen und sonst einfach melden oder so. Dann nehme ich auch gerne jemanden dran, falls ich jetzt hier zu schnell bin. Aber ich denke mal, wir machen das jetzt alle zusammen einfach in einem humanen Tempo. Jetzt wähle ich alle diese ETFs aus und schaue mir die im Detailvergleich an. So, jetzt kann man sich natürlich hier schon mal gucken, wer hat die beste Performance. Aber wir wollen erstmal ein paar wieder wegwerfen, weil es sind jetzt 10 Stück, das ist sehr, sehr viel. Wir möchten jetzt wirklich eine Top 5 und eine Top 3 da rausholen. So, das heißt, wir gucken uns schon mal an, wer von diesen ETFs zum Beispiel hat denn weniger als 100 Aktien? Wie ihr wisst, ist ein ETF deshalb so schön, weil er gleichzeitig in mehrere Unternehmen investiert. Ein ETF kann aus nur 30, 40 Aktien bestehen, wie zum Beispiel ein ETF auf den DAX, nur 40 Unternehmen. Wenn jetzt davon eins pleite gehen würde, ist natürlich der prozentuale Schaden größer, als wenn ich ein ETF habe mit 1000 Aktien, 1000 Unternehmen und davon geht eins pleite. Dementsprechend wollen wir schon mal mindestens 100 Unternehmen in einem ETF haben. Das heißt, ich werfe jetzt alle raus, die weniger als 100 haben. Wir gucken uns hier nur die Aktienposition an. Ich hoffe, man kann das alles gut erkennen. Das heißt, wir sehen hier, der erste hat 119, 1700, 100, dann haben wir hier einen mit 95, mit 40, mit 50. Diese drei gelten natürlich schon mal nicht mehr unter der Kategorie ein breit gestreuter ETF, weil sie nicht mal 100 Aktien haben. Diese drei würde ich dementsprechend nach unseren Kriterien rauswerfen. Nummer 1, Nummer 2 und den UK war, glaube ich, auch noch. So, dann schauen wir nochmal.
So, das heißt, wir haben 119, 1700, 100, 111, 170 und nochmal 30 und 30. Auch hier ist uns das einfach zu groß, wenig gestreut, und der prozentuale Anteil der 10 Positionen ist damit viel zu groß. Dementsprechend werfen wir auch die zwei noch raus und den letzten werfen wir auch raus. Das heißt, wir haben jetzt schon nur noch 5 ETFs aus 1300. Das heißt, wir haben die Anzahl extrem verringert, um jetzt aus 1300 schon eine Top 5 zu haben. Und das ohne jegliche Analyse, ohne jegliche Kernkompetenz, sage ich mal. Das fängt nämlich jetzt gleich erst an. So, aber jetzt bis dahin, ich hoffe, jeder konnte bereits folgen. Ich sehe, ein paar Leute nutzen bereits extra ETF auch schon. Und genau, wie schon gesagt, es ist ein super Tool, um herauszufinden, was kann der ETF, was steckt dahinter. Und jetzt schauen wir uns mal diese Top 5 an. Das heißt, wir sehen, wir haben jeweils überall, habe ich ja gesagt, über 500 Millionen US-Dollar Fondsvolumen. Wir sehen hier 4,3 Milliarden, 2,7 Milliarden, 1,9 Milliarden, 800 Milliarden und 766 Millionen, sorry, Millionen, 800 Millionen und 766 Millionen. So, dementsprechend, alle sind solide, alle sind groß, das haben wir eben schon gesagt. Jetzt gucken wir uns Folgendes an. Wir haben immer noch das Thema Diversifikation als wichtigen Standpunkt. Das heißt, mir ist immer noch wichtig, dass der ETF breit gestreut ist, aber auch nicht irgendwie die ersten 10 Aktien, die da drin sind, die größten, die Hälfte ausmachen. Das heißt, stellt euch vor, wir hätten 100 Aktien da drin und die Top 10, Apple, Microsoft, Google und so weiter, machen über 50% des gesamten Volumens aus. Das kann passieren, wenn man die halt höher gewichtet, wie auch in eurem persönlichen Portfolio. Aber im Portfolio-Management ist halt eben wichtig, dass man nicht alles Geld quasi auf ein Investment legt. Und auch wenn ihr 30 Aktien habt, alle 100 Euro groß sind, aber die erste Position mehrere 1000 Euro hat, habt ihr das ja auch noch nicht super gestreut. Dann habt ihr zwar 30 Aktien, aber prozentual ist diese eine Aktie mit mehreren 1000 Euro immer noch zu hoch gewichtet. Das heißt, ich schaue mir jetzt hier an, wir sehen prozentual des Vermögens der Top 10 Positionen. Das heißt, wie viel Prozent machen die größten 10 Positionen im gesamten ETF aus? Und auch da haben wir eine Stellschraube. Wir sagen maximal 25%. Leider ist genau einer darüber, der hat schon 25,6%, hat 170 Aktien, also ist eigentlich ganz gut gestreut, aber die Top 10 machen leider mehr als ein Viertel aus. Damit fällt auch der für uns raus. So, damit sind wir schon nur noch bei 4 Stück. Die meisten kennen vielleicht ein paar davon. So, jetzt sehen wir bei dem ersten SPDR, S&P US Dividend Aristocrats ETF, haben wir mit den ersten 10 Positionen 16%. Dann haben wir 13,6% beim All World, also bei dem Weltindex tatsächlich, ist der schon noch dabei, mit 1700 Positionen, schon mal sehr attraktiv. Dann haben wir den Stocks Global Select Dividend, da sind genau 100 Aktien drin, fast 20% machen die aus. Und dann haben wir noch den Fidelity US Quality Income ETF, also auch nochmal ein ETF aus Amerika, der mit 22% gerade so an der Grenze kratzt. So, jetzt schauen wir uns einmal an. Hier kann man vor allem schön sehen, in welchen Ländern diese ETFs investieren. Wir sehen hier einmal 99% Amerika, ganz klar rein amerikanisch. Und auch ganz links 97% hauptsächlich amerikanisch. Wir haben hier zwei Stück, einmal den Global Select. Der ist sehr breit gestreut, da sind nur 20% Amerika enthalten. Und wir haben einmal den All World, also den quasi komplett Welt-ETF. Da ist Amerika mit 43% bewertet. Das heißt, es ist schon mal prinzipiell zwei breit gestreute und zwei amerikanische. Wir können uns hier die einzelnen Branchen anschauen, welche wie vertreten sind. Auch dort gibt es tatsächlich einige Unterschiede. Während der Fidelity zum Beispiel sehr viel in der Technologie investiert, investieren andere eher in den Finanzbereich oder in der Industrie. Einfach weil da natürlich sehr hohe Dividenden möglich sind. So. Dann kann man sich auch noch die Top 10 Holdings anschauen, also die größten 10 Positionen. Auch da werden viele Namen bestimmt bekannt sein für die meisten. Johnson & Johnson, Nestle natürlich drin, ExxonMobil. Jetzt haben wir hier rechts bei dem Technologiekonzern, Technologie-ETF, sage ich mal eher, Apple und Microsoft ganz groß dabei. Und so haben wir jetzt schon mal eine Top 4. So, gehen wir mal runter zu der Thematik mit den Dividenden. Wir können hier sehen, was ganz schön ist, in welchen Monaten schüttet dieser ETF aus. Das heißt,
Es gibt auch, wie ihr im Cashflow Booster vielleicht schon gelesen habt, die Möglichkeit, mit nur 3 ETFs jeden Monat einen Cashflow zu bekommen. Jeden Monat eine Dividende mit nur 3 ETFs.